Wie ist es um unser Bargeld bestellt, meine Damen, meine Herren? Wollen Regierungen und Unternehmen tatsächlich Cash zurückdrängen? Und welche Rolle spielt Bill Gates dabei? Und droht am Ende gar die totale Überwachung von uns Bürgern und den Konsumenten? Der Ökonom und Wirtschaftsjournalist Dr. Norbert Hering hat sich in seinem aktuellen Buch Schönes neues Geld sehr ausführlich mit dem Thema beschäftigt. Wir wollen über das Bargeldverbot sprechen. Schön, dass Sie da sind und sich die Zeit nehmen. Herr Dr. Hering, wo sind denn die wirklichen Bargeldfeinde zu finden, wäre meine erste Frage. Was haben Ihre Recherchen ergeben? Man kann die relativ leicht lokalisieren, nämlich in Washington, an der Wall Street, also New York, und im Silicon Valley, da die IT-Konzerne. Es gibt nämlich eine Better Than Cash Alliance, eine Besser als Bargeld Allianz, und da sind diese drei Gruppen im Wesentlichen drin, und die stehen ganz oben in dieser Kampagne, die weltweit das Bargeld zurückdrängen will. Sind denn auch die Bundesregierung beispielsweise, die Bundesbank oder auch die Europäische Zentralbank in den Reihen der Bargeldfeinde zu finden? Ja, die machen alle mit. Die Bundesregierung ein bisschen widerwillig, die Bundesbank sehr widerwillig, aber sie sind dabei. Sie sind Teil einer globalen Partnerschaft für finanzielle Inklusion, die G20 ins Leben gerufen hat auf amerikanische Initiative. Sie haben jetzt das Wort Inklusion schon verwendet. Ich muss Ihnen sagen, das Wort kenne ich natürlich, aber aus ganz anderen Zusammenhängen. Und mit den Recherchen zu Ihrem Thema fiel mir immer häufiger der Begriff finanzielle Inklusion auch auf. Ich habe mich natürlich ein bisschen mit beschäftigt, aber erklären Sie unseren Zuschauern, was es damit auf sich hat. Also die kurze Antwort ist, es ist ein Tarnwort für die Bargeldabschaffung. Also diese ganze Kampagne liegt offen da, kann man im Internet nachlesen. Heißt halt normalerweise finanzielle Inklusion, nicht Bargeldabschaffung. Und das soll heißen, man soll da an was Schönes denken, wie an behinderte Kinder, die eben nicht ausgegrenzt werden. Und so sollen Leute, die nur Bargeld haben, nicht ausgegrenzt werden und auch mit digitalem Geld bezahlen können. Das ist der schöne Gedanke dran. Aber der PayPal-Chef Dan Schulman, der hat es mal definiert und hat gesagt, finanzielle Inklusion ist ein Modewort. Das bedeutet, die Leute ins System zu bringen. Und was das für ein System ist, das hat Bill Gates, der Microsoft-Gründer, dann erklärt. Er hat nämlich gesagt, die US-Regierung müsse darauf achten, dass alle Zahlungen in einem System stattfinden, in dem die Regierung jede Transaktion, die sie kennen sollte, auch kennen kann und jede Transaktion blockieren kann, die blockiert werden sollte. Also darum geht es, die Leute im System einzuschließen. Und wenn man Inklusion als Einschließen betrachtet, dann wird es schon wieder ehrlich. Sie haben jetzt Bill Gates schon angesprochen. Es gibt natürlich, wir kennen ihn alle als Gründer von Microsoft, wir kennen ihn als einen der reichsten Menschen der Welt, gar keine Frage. Aber es gibt natürlich auch die Bill und Melinda Gates Stiftung. Da ist er aktuell unterwegs. Und Sie haben ihn in diesem Zusammenhang finanzielle Inklusion gerade genannt, den guten Bill Gates. Wie hängt das alles zusammen? Ja, er ist ein ganz wichtiger Spieler. Fast alle die Gruppen, die es in dieser Kampagne gibt, haben mit ihm zu tun, werden von ihm finanziert oder organisiert. Also er ist, seine Stiftung ist Mitglied in dieser Better Than Cash Alliance, besser als Bargeld Allianz. Er hat eine ähnliche Gruppe für Entwicklungsländer geschaffen und finanziert, die heißt Allianz für finanzielle Inklusion. Da bekommen Entwicklungsländer Unterstützung bei der Digitalisierung des Zahlungsverkehrs, bekommen Geld und technische Hilfe, und dafür müssen sie sich eben verpflichten, das Bargeld aktiv zurückzudrängen. Und das haben auch viele Dutzend schon gemacht durch diesen Druck. Also Dutzende armer Länder haben sich wirklich darauf verpflichtet, das Bargeld ganz abzuschaffen. Das kriegt man bei uns gar nicht mit, aber das ist so. Sie haben in diesem Zusammenhang, Herr Hering, auch die oftmals so gefeierten mobilen Zahlungssysteme in Afrika genauer untersucht. Mit welchen Ergebnissen? Also vor allem das System M-Pesa in Kenia habe ich mir genauer angeguckt, weil es immer so als die afrikanische Erfindung gefeiert wird und als eine ganz tolle Sache für die armen Menschen in Kenia, weil die jetzt übers Handy Geld verschicken können, ganz einfach mit einfachsten Handys. Und das soll so toll sein für die. Ich habe festgestellt, erstmal ist da auch
Bill Gates mit dabei. Er hat das mitfinanziert. Die englische Entwicklungshilfebehörde hat das für Vodafone praktisch damals erfunden. Bill Gates hat dafür gesorgt, dass die Zentralbank in Kenia alle Konkurrenten weggehalten hat, sodass das ein Monopol fast bekommen konnte und dadurch erst diese großen Marktanteile. Und jetzt, heute ist es so, dass die Gebühren extrem hoch sind. Die gehen bis 30% zum Teil, gerade für die armen Menschen, die nur kleine Beträge transferieren können. Und das ist ein Vielfaches von anderen Ländern. Und trotzdem wird uns Kenia immer so als Musterbeispiel verkauft. Das ist es aber bei Weitem nicht. In dem Zusammenhang, wir bleiben regional eng beieinander, gehen wir nach Jordanien beispielsweise. Da ist die Flüchtlingssituation natürlich auch ganz entscheidend. Und auch dort in Jordanien, in den Flüchtlingscamps, wird bargeldlos mittlerweile gearbeitet und auch bezahlt. Und da sind wir ganz schön beim Thema auch Überwachung der Flüchtlinge. Wie sind hier die Zusammenhänge, Herr Hering? Ja, also gerade in den Flüchtlingscamps, da ist nichts zu teuer, digitales Bezahlen einzuführen. Dort gibt es diese Iris-Scans, das ist eine ziemlich teure Technologie. Bill Gates war auch wieder dort und hat ein Abkommen geschlossen mit dem König von Jordanien, dass man solche Dinge einführt. Und die armen Menschen dort, die Flüchtlinge, die werden praktisch als Versuchskaninchen gebraucht, weil sowohl die Gerätehersteller wollen diese Geräte nachher für den Massenmarkt tauglich machen. Wir sollen ja auch mit unseren Geräten immer mehr biometrisch verknüpft werden. Wenn man sich in sein iPhone anmeldet, dann geht es ja auch schon biometrisch heute, bei immer mehr anderen auch. In China ist das schon Pflicht, wo so viel überwacht werden soll. Also das kann man eben mit den Flüchtlingen gut machen, weil die sich nicht wehren können. Die brauchen ja die Hilfe und die kriegen sie nur, wenn sie eben einverstanden sind, dass ihre Daten, ihre biometrischen so erfasst und genutzt werden. Und es ist für die zum Teil auch sehr problematisch, weil die sind extrem unsicher. Diese Datenbanken wurden gehackt. Die jordanische Regierung hat Zugriff drauf. Und ob die Regierungen aus den Regionen vielleicht auch Zugriff drauf bekommen, wo sie herkommen, da können sie ja nie sicher sein, aber sie können sich eben nicht wehren. Dann gehen wir doch weiter über die Welt, durch den Globus sozusagen. Sie haben China gerade angesprochen und dann bleibe ich mit Ihnen doch gleich in China. Dort wird dieser Tage heftig über ein sogenanntes Sozialpunktesystem diskutiert. In China vielleicht weniger, da wird es einfach angeordnet, aber natürlich überall sonst auf der Welt. Und man schaut auf das, was da passiert. Was wird das werden? Ja, zu Recht schaut man da drauf, weil das ist praktisch die Zukunftsmusik, wo es bei uns auch hingehen soll und hingehen wird, wenn man es zulässt. Das wird jetzt schon umgesetzt. Da bekommt jeder Bürger ein Sozialpunktekonto. Die ganzen Zahlungsinformationen, die die Regierung bekommt, weil kaum noch jemand bar bezahlt in den Städten, sondern alles über diese Apps geht, wie WeChat, die kann man sich vorstellen wie eine Kombination aus Google, Amazon und Facebook. Also da läuft dann alles drüber und wird auch mit bezahlt. Und die ganzen Daten gehen an die Regierung. Und die Regierung bewertet das Bürgerhandeln mit Zuckerbrot und Peitsche praktisch. Wer sich so verhält und das Richtige kauft, wie die Regierung das möchte, kriegt Punkte dazu und kriegt dann Privilegien. Und wer sich schlecht verhält aus Regierungssicht, der kriegt Punktabzüge und Nachteile. Wie soll das Ganze dann in der Praxis kontrolliert werden? Also der Zahlungsverkehr, der geht ja ziemlich direkt dann an die Regierung und kombiniert wird das mit Kameras an jeder Ecke. Also China ist schon das Land mit der zweithöchsten Kameradichte hinter Großbritannien. Also diese Kameras im öffentlichen Raum und die werden mit Gesichtserkennung kombiniert und so verschmilzt der digitale und der analoge Raum immer mehr, weil man sofort, wenn man auf der Straße ist, von diesen Kameras erkannt wird und alles, was man macht, wenn man bei Rot über die Ampel geht, dann gibt es direkt Punktabzug vom Sozialpunktekonto. Also alles kann da reingehen. Und wofür gibt es positive Punkte, gute Punkte? Wenn man freiwillig bei Baumpflanzen mitmacht, dass die Regierung anordnet, oder wenn man seine Kunden gut betreut, also durchaus auch gute Sachen, wenn man sich um seine Eltern kümmert, also das sind durchaus angenehme Verhalten, aber ganz große Abzüge gibt es eben, wenn man sich kritisch über die Regierung äußert.
Und das kann dann auch, wenn man entsprechend wenige Punkte hat, ziemlich harte Sanktionen geben, dass man keine vernünftige Wohnung mehr bekommt, dass man bei Arbeitsplätzen und Schulen für die Kinder immer hinten ansteht und nur noch das Schlechteste bekommt. Und im Extremfall gibt es so eine milde Form des Hausarrests. Dann kann man keine Zugtickets, keine Flugtickets, keine Hotels mehr kaufen. Man kann sich also kaum noch bewegen. Das sind in der Tat dramatische Erkenntnisse und auch Aussichten, die in einem direkten Zusammenhang zum Thema Bargeldabschaffung stehen. Wir reisen weiter jetzt Richtung China, wir reisen jetzt weiter Richtung Europa, nach Schweden. Da ist bekannt, dass Schweden ein Vorreiter ist in Sachen Bargeldabschaffung. Immer wieder wird das ABBA-Museum genannt und die Partnerschaft mit Mastercard natürlich. Das kennt man sicherlich auch schon, natürlich, und auch wenn man ihr erstes Buch gelesen hat. Aber Sie sind natürlich auch da noch etwas tiefer reingegangen in diese ganze Thematik. Beispielsweise, welche Konsequenzen hat das Thema weniger Münzen, weniger Bargeld für einen ganz klassischen Kioskbesitzer oder Ladenbesitzer? Ja, also weniger Münzen und Bargeld, das kriegen wir bei uns auch. Das wird ja jetzt auch immer schwerer gemacht, an Bargeld zu kommen mit Gebühren und Abbau von Automaten. Dort ist das ganz gezielt und massiv gemacht worden. Dort hat die Regierung und die Zentralbank ein Kartell der Banken zugelassen, die gemeinsam die Geldautomaten betreiben und entsprechend sehr viele abgebaut haben, beziehungsweise erst gar nicht aufgebaut. Und in dünn besiedelten Regionen, die es ja in Schweden viele gibt im Norden, da muss ein Händler, der Bargeldeinnahmen loswerden will oder neues Bargeld holen, der muss 40, 50 Kilometer fahren, um noch eine Bank zu finden, die bereit ist, mit Bargeld Transaktionen zu machen. Und das bedeutet natürlich, dass jeder Händler alles tut, um kein Bargeld annehmen zu müssen, weil das ja viel zu aufwendig ist. Aber das ist gezielt so gemacht worden, dass das schwierig wird. Anderes Land in Europa, Griechenland, muss ich Ihnen zugeben, ich habe viel natürlich auch im Vorfeld nicht nur unseres Interviews gelesen, sondern glaube auch immer ganz gut informiert zu sein. Aber was mir noch nie untergekommen ist, ist die Thematik Bargeldabschaffung in Griechenland. Auch dort gibt es Bestrebungen, das Bargeld zurückzudrängen, aber über ein anderes Modell. Wie sieht das dort aus? Ja, in Griechenland ist das ganz extrem fortgeschritten, weil eben dort im Zuge der Krise die EU-Kommission, die EZB und der IWF, die allesamt in dieser Kampagne beteiligt sind, praktisch durchregiert haben gegen das Parlament, vor dem man ansonsten noch Respekt hat in anderen Ländern. Und die haben dann die ganz drakonische Maßnahmen beschlossen, bis dahin, dass wenn man von seinem Einkommen nicht genug bargeldlos ausgibt, bargeldlos ausgibt, dann zahlt man eine Steuerstrafe. Es wurde Bargeld, das man zu Hause aufbewahrt, wurde anmeldepflichtig gemacht. Ich muss also ab einer gewissen Menge, die gar nicht so groß ist, jedes Jahr sagen, wie viel ich habe und ob es weniger oder mehr geworden ist. Praktisch alle Berufsgruppen müssen Verträge mit Kreditkartenunternehmen abschließen, was bei uns jetzt auch schon anfängt. Und so geht es weiter. Man kann praktisch nichts, was bar bezahlt wird, von der Steuer absetzen. Alles Dinge, die bei uns zunehmend auch einreißen. In Griechenland wurde das ganz massiv von der Troika damals eingeführt. Also das ist dann so eine Art Quote für Digitalzahlungen? Genau, ausdrücklich, vorgeschriebene Quote. Ja, Wahnsinn. Weltreise, jetzt gehen wir ganz zum Schluss nochmal nach Amerika rüber, zu den Hightech-Giganten dort, die wir kennen alle. Sie haben sie auch zum Teil schon genannt, Facebook, Google natürlich, aber auch Amazon. Und Amazon ist ja als Online-Händler bekannt und geht nunmehr immer stärker in die reale Welt. Man kann dort quasi einkaufen, auch ohne Bargeld. Ja? Ja, und das Wie ist interessant. Wenn man sich die Amazon Go-Läden anguckt, dann fühlt man sich schon sehr an das erinnert, was in China stattfindet. Dort kann man nur digital bezahlen, natürlich, aber es gibt nicht mal mehr Kassen, sondern es gibt jede Menge Überwachungstechnik, Kamera an jeder Ecke und weitere Überwachungstechnik, die sorgt dafür, dass der Laden genau weiß, was ich aus dem Regal nehme und einpacke. Der rechnet es für mich ab, der zieht von meinem Konto ab, das geht alles automatisch. Und da hat man genau, und das soll die Zukunft des Bezahlens sein für Amazon. Die wollen 3000 solche Läden weltweit noch bis 2021 aufmachen, stand kürzlich bei Bloomberg.
Und wenn man sich das dann vorstellt, wie wir künftig einkaufen, dann sind wir so wie in China, dass wir also wirklich Kameras an jeder Ecke haben. Und das Perfide ist noch, dass Amazon diese Technik, die da ausprobiert wird in den Läden, auch weltweit an die Polizeibehörden vermarktet, und zwar zu Dumpingpreisen. Die wollen also wie überall da auch führend werden bei der Polizeiüberwachung. Und die kümmern sich dann um unseren Einkauf auch auf diese Weise. Ja, das hört sich natürlich alles nicht wirklich nach einer tollen Zukunft an. Wir müssen zum Ende kommen. Herr Hering, nach all dem, was Sie rausgefunden haben, was Sie recherchiert haben, möchte ich gerne eine Prognosefrage am Ende noch stellen. Ich weiß nicht, ob Sie sie beantworten können, aber ich versuche es einfach mal. Glauben Sie, dass die Bargeldabschaffung überhaupt noch zu vermeiden sein wird? Oder glauben Sie, haben Sie auch die Hoffnung, dass es genügend Bürger auch geben wird, die sich dagegen mit aller Kraft stemmen, am Ende des Tages möglicherweise auch Regierungen, und es deshalb zu verhindern sein wird? Das große Interesse an dem Thema macht mich da zuversichtlich. Bei uns trauen sich die Regierungen ja nicht zuzugeben, dass sie Bargeld abschaffen wollen. Und das wird auch immer schwieriger. Und die Leute werden immer mehr merken, mit zunehmender Digitalisierung, dass Bargeld immer wertvoller wird als allerletztes Bollwerk gegen die völlige Digitalisierung und völlige Überwachung. Deswegen werden sie daran festhalten wollen. Dann sage ich ganz herzlichen Dank, Dr. Norbert Hering. Huxleys schöne neue Welt kennen wir. Jetzt haben wir Herings schönes neues Geld kennengelernt hier im Interview. Vielen, vielen Dank für dieses Gespräch und alles Gute für das Buch und Ihre weiteren Recherchen. Danke.